What up YouTube? Marcel ist hier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Dokumenta. Wir haben hier meine Lieblingsmap und zwar Aftermath, aber die muss natürlich auch vorkommen im RTC und deswegen, ja, ist es heute soweit, Freunde. Wir bringen hier meinen Ausschnitt, Alter. Ich habe ja eine Brustbehaarung, ihr kennt das ja bei mir, Leute. Brustbehaarung wie ein ukrainischer Ziegenhirte. Ne, Spaß, Leute. Bei mir sieht es brustbehaarungsmäßig echt nicht gut aus. Aber die Lobby sah ganz nice aus und deswegen können wir endlich auf diese Runde Herrschaft machen. M27 habe ich jetzt wie letzte Folge angekündigt endlich frei mit den wunderbaren Aufsätzen. Magazinerweiterung, Schalldämpfer verschafft. Und ein Tryhard hat sich angeschlossen. Supi. Ich hoffe wenigstens in meinem Team. Gucken wir mal. Tatsächlich. Lobby sieht echt lecker aus. Das ist immer ein Nuketown. Aftermath ist halt immer so ein spezieller Playstyle, den man hier braucht. Weil jetzt zum Beispiel die B-Flagge zu sichern wäre einfach zu früh. Wir können jetzt aber hier langlaufen und gucken, dass jetzt müssten die langsam hier wieder diesen Mittelpunkt überlaufen haben. Jetzt könnte ich hinter denen sein. Ja, alles falsch. Nein! Wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier. Aha, okay, der Typ ist jetzt down. Na, willst du dir die B-Flagge zurückholen? Alter, die Waffe macht echt wenig Schaden, aber hat halt eine geile Präzision, Freunde. Ja, vielleicht können wir uns ja irgendwie ein Orbi zusammencheaten. Eine Drohne haben wir auf jeden Fall schon mal am Stüssel. Okay, die sind alle da hinten. Ja, Leute, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die ganzen positiven Feedbacks hier am RTC. Ich hätte damit wirklich niemals gerechnet. Ich sag das nicht nur so, Freunde. Ihr habt mir wirklich einen riesen Gefallen damit getan, dass es bei euch so gut ankommt, dass es euch so viel Spaß macht. Bist du hier? Bist du oben? Und zünden. Na, schade. Okay, warte, da ist auch einer gespawnt. Ich muss aufpassen. Okay. Fuck, ich bin kurz vor V-Set. Okay, komm, wir gehen erstmal entspannt. Wir versuchen jetzt den V-Set entspannt zu holen. Alles andere hat keinen Sinn. Der ist im Haus, der Typ hier, okay. Das heißt, der ist jetzt genau neben mir. Wie kommt man hier in das Haus? Okay, wo ist der Typ? Der muss unten sein, oder? Oh mein Gott! Junge, was für ein Spot, Alter! Das war so... Okay, Orbi. Let's go, Baby. Schön. Ja, letzte... Ich glaub's nicht. Er hat einfach die Konterdrohne aufgespart, um sie so zu benutzen, wie man sie benutzt. Noch nie sowas gesehen. Ja, moin. Und da kommt das C4 auch von Pracht 99. Ja, moin. Oh, Mann, ey. Das passiert echt selten. Oh, Mann, die Lobby sieht echt nice aus. 9-1. Das passiert halt echt selten, dass ein C4, dass eine Konterdrohne wirklich in diesem Moment kommt. Was? Ach, Teammate hatte ich schon, okay. Weil normalerweise kommt das immer in einem etwas anderen Moment, so Anfang der Runde oder so, aber das, ich meine, gut, gehört auch dazu, ne? Gehört auch mal dazu, dass sowas passiert und dementsprechend, ja, Freunde, ne? Ist halt so. Dafür muss man halt das EMP beim Solo-Spielen eigentlich mitnehmen, um genau das zu verhindern, weil jetzt ist so eine typische Runde, wo du den Orbi, okay, Teammate hat Orbi, nevermind. Ehrenmann, nein! Teammate ist ein Ehrenmann, Alter. Ich habe ihm ein Orbi geschenkt, er hat mir ein Orbi geschenkt. Ein Geben und Nehmen ist das in unserer Gesellschaft. Und darauf können wir stolz sein, Freunde. So. Das ist halt Aftermath leider. Ihr seht, die Runden sind nicht immer die schnellsten. Das ist ein C4 Kill, ein C4 Double Kill sogar. Geil. Okay, nur einer. Oh nein, nein, das war so klar, Digga, dass er auch trifft mit der KSG. Die KSG tut dem Gegner weh, kleiner Freestyle. Okay. Das Ding ist, mein Teammate macht den Nuklear und ich nicht und das ärgert mich. Ich habe halt einfach diesen einen Choke-Moment gehabt. Oh, ich hab dich so gesaved, Digga. Okay, da ist ein Gegner, oder? Ne, den haben die. Okay, dann kommen die jetzt von hier. Ey, Mann, diese Kugelweste nicht zu haben. Noch zwei Level oder so, oder? Bin ich schon Level 32 und 31. Mein Gott, ich bin Dritter in meinem Team. Das bin ich sonst nie. Ich check gar nicht, was hier los ist. M27 ist halt wirklich nicht die beste Waffe. Aber darauf. Oh Leute, ich hab da. Hab's einen Gegner eingebildet? Oh, die Waffe ist schön hier. Die würde ich ganz gerne mal nehmen, du. Das ist eine Waffe, die macht mir Spaß. Okay, verlieren Charlie. Okay, die haben einige Charlie eingenommen. Na, ich wusste es. Manometer. Wahrscheinlich.
Jetzt Schwarm rausgehauen mit 13 Sekunden auf der Uhr. Legende. Ja, nein. Ja. Jetzt fährt mein Ding jetzt wieder hoch, Freunde. Ja, gucken wir mal, ob ich jetzt nicht nochmal sterbe. Sollte eigentlich alles safe sein. Okay, Teammate ist 6 von Nuklear. Ich gönne sie ihm. Ja, hier fährt es gerade hoch, Freunde. Hallöchen, Welt. Wieso hat er den Schwarm rausgehauen? Das macht keinen Sinn. Boah, das Gegnerteam, wirklich, das ist eine Triple-Nuklear-Lobby, wenn das Raid oder so wäre. Aber ist es natürlich nicht. Es ist Aftermath, natürlich. Muss sein. Na, ihr seht mich noch gut, ne? Ja, sieht man noch gut. Ich habe jetzt ja diese neuen Softboxen, deswegen ist euch auch aufgefallen, dass das Licht jetzt immer sehr gut aussieht und ja. So, Dröhnchen, Popönchen. Das Ding ist, mein Teammate hier, der wird wahrscheinlich ins Gegnerteam danach kommen. Sonst wäre das zu schön, um wahr zu sein. Oh, Ehre. Das ist nice. Guter Mann. Konter dröhnchen. Kill-Prio. 1. 2. Das wäre die 3 gewesen. Er ist so geil, Digga. Er ist immer im Dunkeln. Der Typ. Okay, 3 von... Nee, er hat ja Schwarm eingesetzt. Er ist gar nicht kurz vor Nuklear. Barapapapam. Na, hör mal auf. 8 Schüsse reicht. Ich habe echt Spawn-Glück. Ganz entspannt. Teammate ist down. Das ist eigentlich für Aftermath sogar okay, die Runde. Okay, Blitzschlag. Okay, die kommen jetzt von hier. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt hinter denen. Okay, da ist einer drin. Ist hier noch einer? Ja, ich hätte einen Capture-Kill natürlich drauf gehen können, aber da ist einer gespawnt. Ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich Orbi ziemlich safe kriegen. Vielleicht noch schnell Nuklear, mal schauen. Ich bin ganz nice positioniert. Den juckt es gar nicht, hier dreht sich nicht mehr um. Ja, das war blöd jetzt. Okay, nice, die Scar nehme ich. Oh, nice Aufsätze, Digga. Ja, komm, macht ihr das mal da. Ich geh mal hier rüber. Mann, Jungs, wartet doch. Nicht in den Schwarm laufen. Ey, Jungs. Chill out, Dog. Chill out, Dog. Okay, nice. Okay, unklar wird's nicht mehr, aber... Aber ist eine ganz nice Runde, finde ich, für den RTC. Kills haben wir. Ja, immerhin habe ich jetzt das Kill-Duell für euch. Paar unnötige C4-Tode und so waren halt am Start. Sehr belastend. Ja, jetzt haben wir auch den Triple Cap. Haben wir noch Gegner? Haben wir sogar noch. You're unbelievable. Okay, rechts von mir ist ein Gegner. Aber wo? Das ist halt so, guck mal, jetzt bin ich so weit im Kreis gelaufen. Ist ja widerlich. Komm, ich beschütze jetzt die C-Flagge noch. Wo sitzt der? Gucken, ob der Typ wieder hier ist. Oder hier irgendwo drin, Digga. Das ist doch sein Haus eigentlich. Das ist doch seine Hood. Come on. Let's go. Alter, jetzt ist die Runde gerade echt langweilig. Jetzt nehme ich noch ein paar Ehren, aber... Und V-Set haben wir nochmal raus. Ja, immerhin. Teammate hat einen Kill mehr, aber hat auch Streaks gespielt. War eine ganz okay Runde so. Hätte, wäre natürlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Guck mal, wie ich liebe solche Kills. Wie ich ihm keine Chance gebe, ihm jetzt noch hier den letzten Schuss über das Auto zu geben. Oh, schön. War an sich eine richtig nice Runde, Mann. Hat Spaß gemacht. Jetzt wäre natürlich cool, wenn die Teamaufteilung einigermaßen passt. Aber so eine Lobby kriegst du halt immer nur einmal. Das ist ja die Regel. Ich kann eigentlich direkt rausgehen. Weil es ist halt einfach so.
Chrominkel Simon, Alter. Bin ich Level hochgekommen, wenigstens? Nee. Oh, Raid auch noch, ey. Ha. Zweierquote, 15er Prezi nur. Ja. Jetzt kommen halt auch Tryhards rein, wahrscheinlich. Schwer zu sagen. Ich analysiere gerade die Lobby. Ich komme jetzt eh gegen Chromicle. Das ist das Problem. Wenn ich mit ihm kommen würde, hätte ich richtig Bock. Hätte ich richtig Bock, diese Streaks auszupacken. Ja, ich komme halt gegen ihn. Es ist halt... Ja, ich habe Splitscreen auch in meinem Team. Ja, es sieht nicht gut aus. Ja, so geht's einigermaßen. Ne, so geht's. Der ist gequittet, glaube ich. Ja. Aber ich habe trotzdem den Splitscreen ins Team bekommen. Das Leben ist einfach unfair. Es ist einfach krass unfair. Ja, moin. Es gibt echt nichts Schlimmeres, als die Splitscreener im eigenen Team zu haben. Ohne Spaß, Alter. Ja. Ja, gucken wir einfach mal. Vielleicht erreichen wir mal einen Lodestar auf dezent. Ich weiß halt nicht, ob das Tryhards sind, diese Prestige Master im Gegnerteam. Aber es gibt nur einen Weg auf dieser Map, um direkt die Streaks zu erreichen. Und zwar diesen hier. Schnell. Nein. Und er hat ihn gekontert. Ja, perfekt. Okay, wir haben schon mal zur Hälfte fast. Das Ding ist, es hätte mehr drin sein können, muss man sagen. Okay, komm, cool bleiben, cool bleiben. Okay, come on. Feindliche Drohne nähert sich. Alle Flaggen gesichert. Positionen halten. Okay. Okay, ich muss jetzt so spielen, weil... Oh mein Gott. Weil die Drohne haben, ich habe keinen Geist. Okay, A-Flagge haben die. Nein, oh mein Gott. Ey, das ist wirklich eine ganz kranke Tryhard-Lobby. Und ich hätte fast den perfekten ersten Orbi gemacht. Den clean, gechillten ersten Orbi. Mir hätte ja gereicht einmal Loadstar. Hätte ich gesagt, gute Runde, GG's in den Chat. Jetzt kommt die Konterdrohne. Jetzt fängt es an weh zu tun, Freunde. Ja, die Lobby brauchen wir nicht spielen. Das würde mich jetzt nur aufregen und darauf habe ich keinen Bock. Ihr habt ja gesehen, dass ich sie komplett dominiert habe, aber ich bin halt alleine gegen 4-5 Leute, da kannst du nichts machen. Es passt auch von der Zeit ganz gut, noch eine chillige TDM-Runde zu machen. Vielleicht mal M27. Komm, wir machen jetzt mal... Alles klar, danke dafür. Ich hätte mal Bock, dass... Hat er mich gefreezed? Hat er mich gefreezed? Er hat mich gefreezed, Leute. Der erste Freeze. Der erste Freeze. Ich muss die Playsee neu starten. Also wenn man einen Hacker im Gegnerteam hat oder im eigenen Team, du erkennst sie ja nicht am Namen, können die in die Liste schauen, wer ich bin, wie meine IP ist und können mich dann, also können meine Playstation abschalten. Und das haben sie gemacht. Also die haben sie nicht abgeschaltet, aber ich muss sie neu starten. Jetzt piept die auch dreimal. Das ist immer der Beweis dafür. Ja. Geile Aktion. Ich kann euch mal zeigen, was jetzt passiert. Und zwar wird jetzt gefragt, ob ich die Festplatte wiederherstellen will von der PlayZ. Also Freezen war, also wirklich, es gab damals so ein paar Sachen, die waren noch normal, aber dass sie Freezen können, also Freezen ist für mich die schlimmste Funktion von dieser Dex, also dieser gemoddeten PS3. Weil Freezen ist echt so, Digga, schon belastend. Ich nehme gerade auf. Danke, Schatz. Kannst du da hinstellen? Thank you. I want this. So Leute, wir trinken jetzt nebenbei noch einen Energy Drink. Scoops ist jetzt auch am Start. Scoops! Ey Schatz, du glaubst nicht, was ich gerade mit ihm durchgemacht habe. Mit Scoops? Ja, erzähl ich dir gleich. Jetzt freut er sich deswegen, so mich zu sehen. Scoops! Ja Leute, ungeschnitten, ihr wisst es. Ja. Tut mir leid, liebe Grüße. Tschüss. Abonniert alle Marcel. Oh Mann, Leute. Ja, ihr habt es gesehen, die Festplatte sollte jetzt wieder hergestellt werden. Ist halt echt eklig.
Aber was soll's? Eine Runde machen wir so oder so noch. Ja, wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Natürlich immer in so einer Phase jetzt schwierig, da irgendwas Unterhaltsames zu erzählen, weil wir warten halt gerade. Mann, oh Mann, ich hoffe, ich bin jetzt aus seiner Liste rausrotiert, weil sonst kann er mich jedes Mal wieder freezen. Darauf habe ich echt keine Lust. Ich erzähle jetzt mal was Exklusives. Weil jetzt gerade hier hören eh maximal 3% der Zuschauer dieses Videos zu. Ich mache zurzeit so eine besondere Diät. Und zwar die 16-8, also Intervallfasten seit 3 Wochen. Ich darf halt nur zwischen 16 und 0 Uhr essen und sonst nie. Sonst darf ich nur Wasser trinken. Schon, manchmal fuckt es richtig ab, manchmal macht es auch Spaß. Schwieriger Hase, lange, schmale Nase. So. Verbindung zum anderen Dienst, wir sind wieder da und. Okay, jetzt funktioniert es anscheinend wieder. Was ich gerade sagen wollte, ist, ich würde gerne an der M27 nochmal das ändern. Und zwar ohne Schalldämpfer. Nein, nicht Hardcore, what the hell. Ohne Schalldämpfer, dafür mit Rotpunkt. Ja, hier wird jetzt die Teamaufteilung entscheiden, ob das eine gute Lobby ist. Oder wir spielen mal Hardcore. Hardcore hat man immer M27 gespielt. Können wir mal eine Runde Hardcore spielen, dann haben wir das auch abgehakt. Hardcore ist so lustig, Alter. Nicht Turbine, was macht ihr? Hier nimmt man aber dann wirklich nur Drohne, Orbi und. Blitzschlag. Alter, die voten wirklich für Turbine, Freunde. Komm, einer noch für Zufall. Komm. Hardcore ist echt ein sehr lustiger Spielmodus. Ich muss mal gucken, ob ich da in der Klasse was ändern muss. Ne, die ist eigentlich sogar ganz okay. Ich bräuchte halt eigentlich, ja, Kugelweste tut man da eigentlich schon rein. Weil man überlebt dann einmal. Ah, ich habe ja noch keine Kugelweste. Ah, noch, oh Gott, noch ein bisschen leveln. Es kommt wirklich Turbine, ich meine, besser Mann. Ja, Execution haben wir jetzt auch frei. Ja, 3 gegen 3, Digga. Das geht auf der Map nicht, dann schlafe ich ein. So, okay. Komm, machen wir Jemen. Eine Runde Hardcore TDM. Drohne ist ganz wichtig. Klasse passt, wie gesagt. Magazinerweiterung bräuchte man jetzt nicht unbedingt. Aber egal. Wird, glaube ich, etwas länger die Folge jetzt, ja. Aftermath kann schon mal nicht kommen. Ich könnte also auch auf Zufall gehen. Oh, ich mag Jemen. Jetzt ist aber Zufall, was kommt. Nur die obere Map gewinnt mit gleichen Stimmen. Ja, jetzt kommt Jemen. Okay, nice. Ich hätte jetzt Bock. Die Lobby sieht ganz okay aus. Komm, startet die einfach mal. Es sieht wirklich okay aus für so eine Lobby im Jahr 2019. Ich habe wirklich nie Hardcore gezockt. Okay. Zum Wohl, Freunde. Cheers. Schmeckt ganz nice. Also wie ich zitter. Wegen meinem kleinen Finger. Guck mal, wie mein kleiner Finger zittert. Weil er in so einem falschen Winkel war. Hardcore Team Deathmatch, Alter. Lange ist es her, dass ich das mal gespielt habe. Da gibt es halt von mir diesen einen legendären M27-Clip. Bitte nicht auf mich schießen jetzt. Okay, Leute. Ich freue mich auf die Runde. Die Gegner sind mit einer Kugel down. Ja, er ist der Beste. Er wusste es. Das ist eben das Problem. Man ist selber auch in einer Kugel down. Lul. Eine Drohne ist halt hier so key. Oh, dies ist halt so ein Camper-Spielmodus, ne? Ich werde auch bei der Gamescom. Habe ich mal so einen Typ interviewt, ob wir auch Hardcore spielen. Und da habe ich so richtig frech zu ihm gesagt: Hardcore spielen nur Noobs. Ich habe fast auf die Teammate geschossen. Jetzt erhole ich mich auch nicht mehr von dem Schaden. Die hier drin oder sind die hier hinten? Ich glaube, da oben im Fenster ist der Dude safe noch drin, oder? Nein! Ah, Leute, es ist so anders, Mann. Ich bin daran überhaupt nicht gewöhnt. Ich höre hier überall diese Dinger knattern.
Oh, ich habe ein Teammate geholt. Aber wie, Digga? Geil, Mann. Wie habe ich das Teammate geholt? Ich finde keine. Guck mal, die campen halt so krass in dem Modus da, weil die ja selber wissen, dass sie nach einer Kugel down gehen. Ich komme auf diesen C4-Kill gerade nicht klar. Mann, da bin ich zu dritt. Okay. So schlecht, Alter. Schlechter geht ehrlich nicht. Boah, Alter, ist der Typ geistig gelähmt? Ich mein's ernst, Digga. Wie kann er mich da nicht einmal treffen? Okay. Jetzt kommen die sowieso von hier. Na, Dröhnchen, das ist gut. Dröhnchen ist sehr gut. Krank. Aha. Die geiern Drohnen. Lul. Man muss hier so rumlaufen. Seht ihr das? Man muss und trotzdem. Er hat es doch ein bisschen schlauer gemacht. Okay, die kommen jetzt. Schnell, schnell, schnell. Boah, ich bin der beste Spieler der Welt. Boah, 4 Leute geholt. World's best COD Player. Nein, wie kann man so choken? Es hätte so die easieste Abschusskette der Erde werden können. Ich Idiot. Ich habe nur ein Teammate geholt. Ich werde gleich gekickt aus der Lobby. Hätte sogar gesagt, bestätigt, einen Feind ausgeschaltet. Lol. Es macht schon Spaß. Also mit Orbi wäre ich ehrlich gerade wahrscheinlich eine Abschusskette gemacht. Das ist halt geil, Alter. Es macht so Spaß, da so durchzusnacken einfach. Dröhnchen. Huch. Das gibt's nicht. Mann. Ich mach keine C4-Kills in der Runde. Impossible, Alter. Es war 50-50, wer zuerst challenged. Wie steht's eigentlich? Ja, werden wir gleich schon wissen. Alter, das ist so lustig, Mann. Okay, 60 Kills haben wir. Digga, das ist so ein. Krank, guck mal, wie die alle campen. Nein, natürlich nicht. Auch nicht. Den ja. Jetzt habe ich ihn. Mann, oh Mann. Ja, keine Reaktion, Digga. M27 macht in dem Modus halt richtig Spaß, weil die so präzise ist. Wie gesagt, könnt ihr mir weiterhin auch Waffenwünsche in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wenn ich noch einen Teammate kille, fliege ich auch raus. Aber es ist mal eine Hardcore-Runde, wo man nicht die ganze Zeit auf Teammates schießen muss. Oh, leckere Killcam. Es hat geschmeckt. Schön dieser Sprung. Ja, Mann, dann noch Ehre genommen. Zwar einmal umkreist, aber egal. Leute, lasst ein Like da, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Immerhin Level 32 erreicht, also ab morgen endlich mit Kugelweste. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Bye, bye.